150 Menschen aus dem Uslarer Land stellten sich am Samstagnachmittag demonstrativ vor die Uslarer Jugendherberge und forderten die Wiedereröffnung des Hauses. Der Landesverband Hannover des Jugendherbergswerks hatte die Uslarer Herberge am Donnerstag aus Kostengründen geschlossen. Die Uslarer sind jetzt sauer. Sie sind weder ausreichend informiert oder gar gefragt worden und werfen dem Herbergsverband vor, das Haus absichtlich durch Misswirtschaft in die roten Zahlen getrieben zu haben. Der Freundeskreis der Jugendherberge Uslar und Bürgermeister Thorsten Bauer forderten nicht nur die Wiedereröffnung, sondern auch ein Konzept für den Weiterbetrieb. Schon diese Woche finden in Uslar erste Gespräche statt.